Eigentlich zählen immer nur materielle Dinge und so eine richtige Connection hat man zu dem eigenen Vater auch nie aufgebaut. Ja, was sind eigentlich Anzeichen für einen stark narzisstischen Vater? Ich will euch das heute mal sagen. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marie, schön, dass du da bist. Heute gibt es etwas Neues aus der Reihe Meine 10. Die gibt es schon etwas länger und heute schauen wir uns einfach mal 10 Punkte an, die einen stark narzisstischen Vater ausmachen können. Wie verhält er sich früher und vielleicht auch heute? Was macht das mit einem? Das lassen wir alles mit in dieses Video einfließen. Und ja, wenn du neu bist, abonniere super gerne meinen Kanal. Hier gibt es regelmäßig Videos zum Thema Narzissmus, psychische Gesundheit, gesunder Selbstwert mit ganz, ganz vielen Informationen. Ja, eben auch zu diesem, wie ich finde, sehr wichtigen Thema, denn oft, wenn man sich mit Narzissmus beschäftigt, kommt man auf Narzissmus in der Familie manchmal, vielleicht auf die Mutter, aber manchmal ist es auch sogar ganz schwer, auf diesen narzisstischen Vater eben zu kommen. Warum? Das werden wir hier gleich auch beantworten. Ich finde aber, es ist quasi ein nicht unwichtiges Puzzlestück, wenn man sich vielleicht auch einige Fragen in seinem eigenen Leben, Probleme, die man vielleicht auch hat, beantworten möchte. Wenn ihr eigene Gedanken habt zu diesem Thema, schreibt super gerne in die Kommentare, dann können wir uns natürlich auch austauschen. Ihr wisst aber auch, ein einzelner Punkt macht dir noch lange kein krankes Gegenüber aus oder einen stark narzisstischen Vater, aber es macht durchaus mal Sinn, da genauer hinzugucken vielleicht. Und dann so ein bisschen nachzuforschen. So, und jetzt gucken wir uns aber erstmal diese 10 Punkte an. Das allererste ist, ja, materialistisch, das zählt eben, also Erfolge, die man hat. Narzisstischer Vater, wie so oft bei Narzissten, teilt das Leben ein in Gewinner, Verlierer. Und so ist es leider auch bei den Kindern. Als Kind ist man entweder richtig gut und zählt mal ganz kurz zu den Gewinnern vielleicht auch, oder eben zu den Verlierern. Das kann in ganz verschiedenen Bereichen sein. Zum Beispiel bei den Noten, wenn ihr euch erinnert als Kind, unter einer 1 brauchte man vielleicht gar nicht nach Hause zu kommen. Oder auch, dass man den Vater zu Hause ja umsorgt und quasi lieb zu ihm ist, besonders lieb war, den Tisch gedeckt hat, wieder abgerundet und freundlich war, dann war man quasi auf der Gewinnerseite. War man als Kind oder als Jugendlicher auch mal schlecht drauf und hat vielleicht auch mal für etwas schlechte Stimmung gesorgt, dann war man ganz schnell quasi der Verlierer. Und so zählten eben auch bei so einem Vater zu zählten immer nur diese Erfolge. Kinder in solchen Elternhäusern stehen oft sehr stark, also Geschwister, im internen Konkurrenzkampf, auch um die Gunst des Vaters. Wer ist besser? Wer ist schlauer? Wer hat irgendwann vielleicht auch den besseren Partner oder die Partnerin, die man irgendwie mit nach Hause nimmt? Und diese Topleistungen, die man als Kind bringt, die sind ja auch daran gemessen, ob es wirklich Topleistungen sind oder eben, ja, wenn man im Sport zum Beispiel vielleicht auch nicht den ersten Platz holt, das zählt dann gleich zu den nicht so guten Erfolgen oder beziehungsweise dann zählt man eben als Verlierer. Und dieses System kann sich heute bis zum Erwachsenenalter sogar durchziehen. Man fühlt sich plötzlich, auch wenn ihr heute im Leben steht und ein erwachsener Mann seid, wie der letzte Idiot, wenn der Vater zu Besuch war. Und so geht es auch Jonas. Jonas kann sich erinnern, als Kind, da war es immer so, dass sein Vater war Sport unfassbar wichtig. Sein Vater wollte unbedingt, dass Jonas richtig gut war im Fußball. Das war auch eigentlich der Traum vom Vater, dass er Profifußballer selbst werden wollte. Das hat er nicht geklappt. Und so projizierte er quasi irgendwie alles auf Jonas. Jonas musste schon sehr früh trainieren. Er wurde immer in ein Trainingslager auch gesteckt. Es wurde auch viel Geld in Jonas investiert, weil der Vater sich irgendwie in den Kopf gesetzt hatte, dass Jonas Potenzial hatte, diesen Traum von dem Vater zu erfüllen. Und wenn Jonas daran dachte, heute als Erwachsener, wie er als Kind manchmal nach Hause kam, wenn sie ein Spiel hatten und der Vater fragte, und wie war's, Jonas? Ja, wie habt ihr gespielt? Und Jonas sagte, dass sie halt verloren hatten und er kein Tor geschossen hatte. Und dann der Vater wieder los schrie im Auto, Jonas, ich weiß nicht, wie viel Geld wir noch in dich investieren sollen. Es ist wirklich so teuer, diese privaten Trainingsstunden. Ich fahre dich ständig hin und her. Du bist extra in einem besonderen Verein jetzt gelandet. Und Jonas sich wieder als der letzte Idiot und Verlierer fühlte. Dabei wollte er auch gar kein Fußballprofi werden. Das wurde auch später nichts. Aber es war wirklich schrecklich für ihn. Und heute fühlte er sich nämlich wieder genauso schrecklich. Sein Vater war zu Besuch. Er hatte gemeinsam mit seiner Frau Emma ein Haus gebaut. Die beiden hatten eine kleine Tochter und planten auch schon das zweite Kind. Und ja, sie hatten jetzt so ein kleines Grundstück sich gekauft und dieses Häuschen jetzt eben ja, gebaut. Und jetzt waren die Eltern, die wohnten weiter weg, zu Besuch. Und ja, sie waren gerade abgedampft und Jonas saß, ja, trank noch ein Bier auf dem Sofa und konnte es wieder nicht fassen. Sein Vater ließ ihn wieder mal als den letzten Idioten und Verlierer dastehen. Der Vater kam nämlich am Nachmittag mit der Mutter
und musterte das Haus. Ja, Jonas, ja, ist ja schön. Ja, so viel Quadratmeter. Naja, wir fanden es immer ganz wichtig, deine Mutter und du, dass wir so irgendwie auch einiges so an Quadratmetern haben, eigene Zimmer, Hobbyraum und so. Aber es ist ja auch gar nicht so wichtig. Ach, habt ihr doch diese etwas günstigeren, aber bunten Fliesen genommen. Ja, da gut, das ist ja auch. Deine Mutter und ich haben ja immer gesagt, wir wollen nicht irgendwie zweimal bauen. Ja, wir wollen das einmal ordentlich machen, aber gut, es ist heutzutage, ist man ja auch farbenfroh, ist auch nicht so wichtig. Und so ging der Vater durchs gesamte Haus und fand immer irgendwas, was nicht gut war. Er ließ ihn wieder mal quasi als Verlierer dastehen, denn dem Vater war es immer nur wichtig, dass etwas teuer war, viel kostete. Und das war für ihn quasi so die Maßeinheit. Wenn Jonas ihm erklären wollte, warum er diese Fliesen genommen hatte und warum dieses Haus auch diese Größe hat, das wollte der Vater auch an sich gar nicht hören, da hörte er nicht zu. Und so fühlte sich Jonas, als der Vater mit der Mutter wieder weg war, wieder mal genauso wie damals, als er vom Fußballtraining kam, als der letzte Idiot und Verlierer. Also das ist wirklich dieses Erfolge in jeglicher Hinsicht im Leben, vor allem oft auch materielle Dinge, an denen Kinder auch gemessen werden, könnte man darauf achten. Und vor allem dieses Gefühl, was damit verbunden ist, oftmals auch, das ist oft ein Anzeichen eines möglicherweise narzisstischen Vaters. Dann habe ich es genannt, keine emotionale Connection. Zuneigung eines solchen Vaters ist tatsächlich immer an Bedingungen geknüpft. So ein Vater hat einfach auch, wenn man genau hinguckt, tatsächlich gar kein Interesse an den eigenen Kindern. Ne? Einfach nur geliebt zu werden von dem Vater, das ist ein Gefühl, was Kinder dieser narzisstischen Väter so wahrscheinlich nie kennengelernt haben, wenn es sehr stark ausgeprägt ist. Es gibt nur ganz selten oft Fünkchen der emotionalen Verbindung sozusagen und das, wenn man genau hinguckt, auch eigentlich nur, wenn es oftmals ja, in der Öffentlichkeit passiert, öffentlich wirksam vielleicht auch ist. Zu Hause sieht es oft ganz anders aus. Es herrscht nicht selten, ja im Extremfall sogar emotionale und auch mitunter auch körperliche Gewalt. Aber wie gesagt, da sind wir schon auf diesem Maß von Narzissmus sehr stark ausgeprägt. Zudem gibt es eben auch dieses extreme Desinteresse dieser Väter an den eigenen Kindern. Sie vergessen scheinbar ständig irgendwie, was das eigene Kind auch macht. Und dann hat er immer Ausreden, ja du Papa ist so beschäftigt mit dem Job, der muss ja das Geld auch nach Hause bringen. Das ist vielleicht das, was man als Kind immer noch im Kopf hat, warum der Vater irgendwie fast manchmal nicht mal mehr wusste, auf welche Schule man geht. Und die Mutter, die das dann auch immer noch unterstreichte und entschuldigte, ja, weißt du, das sind Männer halt, ne? Männer müssen sich um andere Sachen kümmern und es kann eben sein, dass man das verinnerlicht hat. Oder Lisa, die kannte es schon als Kind. Wenn sie mit ihrem Vater und ihrer Mutter irgendwie auf Feiern gewesen ist, dann war es das einzige Mal, dass ihr Vater mal echt nett zu ihr war. Manchmal streichelte er ihr über den Kopf und sagte dann, meine Große, oh, das war so ein einzig schöner Moment, an den sie sich eigentlich erinnern konnte. Und da hatte sie immer noch Hoffnung, dass er sie wirklich mochte. Aber es gab dann auch immer noch diese andere Seite. Sie saßen kaum im Auto, da wurde er schon wieder ganz laut. Er schrie die Mutter an, jetzt fahr doch endlich mal, Luisa, fahr doch. Mensch, so lange bei deinen Eltern jetzt gesessen. Ich muss morgen zur Verhandlung nach München. Ja, und dann kam er nach Hause und dann suchte er wieder seinen Laptop. Er stürmte wieder in das Zimmer von Lisa. Lisa, wo hast du meinen Laptop schon wieder hingestellt? Lisa fühlte sich schlecht. Sie hatte den Laptop doch gar nicht. Er ging durchs Zimmer. Er schrie wieder rum. Wie sieht dein Zimmer eigentlich schon wieder aus? Du, wer hat dir das überhaupt beigebracht? Mein Kind bist du nicht. Und wertete Lisa ab. Dieser kleine Moment, ja, es war wieder nur ein kleiner Moment und zu Hause war wieder alles beim Alten. Er wertete Lisa wie so oft ab und hatte auch gar kein Interesse an ihr und wie es ihr ging. So, das nächste ist gelebte Kontroverse, habe ich es genannt. Ihr habt es sehr oft in solchen Familien, dass nach außen hin ein gewisses Image transportiert werden soll. Das machen stark narzisstische Menschen oft. Sie haben oft auch so ein eigenes Bild, wann quasi alles gut wird und wann das Außenbild vor allem auch gut wirkt. Das ist nicht selten so quasi die perfekte Familie sozusagen, ne? Nicht selten ist es auch so ein sehr konservatives Bild, was sie mitunter auch mögen, das so ein bisschen nach außen, zumindest anderen Menschen zu verkaufen. Aber da muss man auch sagen, es sieht halt, wenn man genau hinguckt, total anders aus. Und solche Väter baggern nicht selten andere Frauen an, vielleicht manchmal auch andere Männer. Es gibt Affären, es gibt Dramen, aber hinter verschlossenen Türen. Nach außen wirkt häufig alles ziemlich perfekt und ziemlich toll.
Manchmal gibt es sogar richtig diese Vorzeigefamilien. Mann, Frau, mitunter auch viele Kinder und natürlich der perfekte Rassehund. Den darf man natürlich nicht vergessen. Nicht selten, muss man auch sagen, spiegelt sozusagen auch die Anzahl der Kinder, unterstreicht auch das perfekte Familienbild, was nicht heißt, dass alle statt narzisstischen Väter viele Kinder haben. Aber das kann durchaus sein, denn diese Kinder haben verschiedene Vorteile für sie, sichern ihnen zum einen sozusagen ihre Zufuhr. Ihr wisst ja, Kinder wollen geliebt werden. Die tun quasi fast alles irgendwie dafür. Das heißt, sie himmeln, auch gerade wenn sie klein ist, die Eltern an. Der Vater kriegt die Zufuhr, ne? Der Papi, der tolle Papa. Und man muss es auch mal pragmatisch sehen, denken sich Narzissten natürlich die Altersvorsorge. Narzissten denken ja oft, Kinder sind dafür da, sie im Alter zu versorgen. Je mehr Kinder man hat, umso größer vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass da ein quasi aus ihrer Sicht brauchbares Kind dabei ist, das sich dann auch kümmert, beziehungsweise viele Kinder, die sich alle dann um sie scharen und sie umsorgen. Es kann sein, dass der Vater auch dieses Bild mit anderen Sachen noch so ein bisschen, ja, so ein paar i-Tüpfelchen sozusagen draufsetzt, ja. Damit meine ich nicht, dass er morgens aufsteht und das genau plant. Ihr würdet die maßlos überschätzen. Aber es passt so ein bisschen zu seinem Bild, wie er gut nach außen wirken kann und wo er auch seine Zufuhr bekommt. Er ist vielleicht engagiert, vielleicht politisch engagiert, karikativ vielleicht auch engagiert, in einer Gruppe vielleicht, in einem Verein mitunter auch engagiert, ne? Und so sichert er sich sozusagen die Zufuhr und so kann er sein, wie gesagt, Familienbild auch nach außen so spielen. Dieses konservative Bild, wie gesagt, auch nicht selten. Aber er sieht, wie gesagt, wenn man genau hinguckt, und das kennt man als Kind, hinter den Kulissen ganz anders aus. Und nicht nur hinter den Kulissen, auch wie der Vater sich manchmal in der Öffentlichkeit verhält. Er macht, wie gesagt, andere Frauen einfach an. Und es gibt nicht selten auch irgendwelche Affären. Diese Affären fliegen vielleicht auf. Es gibt zu Hause riesengroße Dramen. Als Kind stellt man sich schützend vor, die eigene Mutter vielleicht auch ist irgendwie der Tröster und versucht das irgendwie hinzubekommen, dass die Familie doch irgendwie noch zusammenbleibt. Und ja, so lernt man dann in der Familie oft auch ziemlich viele ungesunde Dinge. Es werden andere Rollenbilder total verurteilt, also andere Familienbilder total verurteilt. Sachen wie Homosexualität werden total abgewertet, was ja heute zum Glück völlig normal ist. Und es ist alles auch nicht authentisch. Man lernt als Kind nach außen eine Rolle zu spielen, mitunter auch zu lügen für diese Familie. Und es ist alles irgendwie alles andere als authentisch. Und das kann auch eben ein Anzeichen sein, dass es auf Krampf quasi ganz, ganz toll und schön und mitunter auch konservativ oder so oder ganz alternativ kann auch, ne, es ist konservativ, es kann auch sehr alternativ, bei uns alles so locker, so entspannt und so offen und hinter den Kulissen herrscht eine große Strenge vielleicht auch und da ist alles andere als happy und relaxed und so. Also so habt ihr oft so diese ganz starken Gegensätze als Kind und das ist bei dem Vater dann vielleicht auch sehr ausgeprägt, dass er diese Rolle unbedingt pflegen will. Das nächste passt auch dazu, er präsentiert sich nach außen als der charmante, treusorgende, intellektuelle, kirchlich vielleicht auch engagierte, vielleicht auch sehr alternative, wie gesagt, sehr coole, sehr angesagte Vater, der DJ, der Fitnessstudio-Besitzer und Es ist alles so quasi, ja, so locker, flockig, ja, und es ist alles auch so erfolgreich und schön, aber nach hinten, also hinter den Kulissen, sieht es einfach, wie gesagt, auch da ganz anders aus. Es passt zu dem Punkt von eben, denn dieses Freundliche nach außen, Erfolgreiche, sieht hinter den Kulissen oft so aus, dass es Übergriffigkeiten gibt, ne? Sowohl körperliche als auch verbale, wenn es sehr extrem wird. Und das ist auch etwas, da sollte man sich nicht täuschen lassen. Es hat nichts mit den sozialen Schichten zu tun. Ich habe neulich eine sehr schockierende Studie, ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, ich habe sie auch schon geteilt, ich teile sie euch nochmal hier unten, über häusliche Gewalt gelesen. Das habt ihr in jeder sozialen Schicht. Und das ist etwas, das habt ihr leider auch eben, wenn es extrem wird, ne, der Narzissmus sehr stark ausgeprägt ist, auch in diesen Familien. Denn hinter den Kulissen herrscht wirklich Angst und Schrecken. Nicht selten leben auch stark narzisstische Väter über ihre Verhältnisse. So ist zum Beispiel es bei Cleo so. Cleo, die hasste es eigentlich irgendwie zu Hause, aber irgendwie fand sie es, sie wollte weg, und aber irgendwie war es ja auch schön und sie wollte ja auch bei der Familie bleiben, aber es war immer alles so widersprüchlich. Ihre Mutter war Lehrerin, Grundschullehrerin und ihr Vater hatte im Ort ein Fitnessstudio. Ja, und das Fitnessstudio lief mal besser, mal schlechter. Das große Problem war einfach, dass der Vater oft über seine Verhältnisse lebte. Das hieß, er brauchte immer das neueste Auto, das neueste Outfit, um eben nach außen auch zu
vorzuspielen und zu spiegeln, ja, mein Fitnessstudio läuft super. Aber es war oft so, dass es eben nicht so war. Erst einmal fingen oft Affären an mit den Frauen, die da vor Ort waren. Da gab es schon richtig, richtig viele Dramen zu Hause. Und dann immer, wenn die Mitgliederzahlen kamen. Wenn die wieder kamen und die nicht gut waren, dann kippte die Stimmung sehr stark. Dann fand der Vater wieder irgendeinen Grund, rumzuschreien. Er flippte aus und nicht selten stellte sich Cleo vor ihre Mutter und kassierte dann auch, ja, leider das, was der Mutter eigentlich zugedacht war, schrecklicherweise. Und es war also wirklich dramatisch dort zu Hause. Ja, und nun war es so, dass Cleo ausziehen wollte zum Studium und sie war so hin und her gerissen. Sie wollte doch auch ihre Mutter nicht allein lassen. Dann hatte sie noch eine kleine Schwester, was sollte irgendwie nur werden. Und das ist eben auch etwas, also dieses starke Verpflichtungsgefühl. Oftmals habt ihr auch so ein Kind, was sich dann noch wieder davor stellt, irgendwie vor, schützend vor Mutter, vor Schwester und so. Dieses Hin- und Hergerissensein und auch, was sich da manchmal hinter so verschlossenen Türen eben abspielen kann. Im Übrigen, narzisstische Familie, auch nochmal wichtig, Vater, Mutter, was das machen kann, was das auch für Auswirkungen hat, wie man aus sich selber ja so stärken kann, wenn man aus so einer Familie kommt, ist auch Thema in meinem aktuellen Buch. Ich habe es euch hier nochmal verlinkt, könnt ihr mal schauen, gibt es auch eine Leseprobe auf meinem Blog, wenn ihr wollt. Das nächste kommt, die ständigen Ausreden des Vaters, warum er sich immer nicht kümmern kann, denn so ein narzisstischer Vater, der glänzt, vor allem auch wenn es drauf ankommt, wirklich durch Abwesenheit. Die Arbeit oder irgendein anderes Engagement sind ständig irgendwie Ausreden, warum er keine Zeit hat. Und da ist manchmal für Kinder es ganz, ganz schrecklich, dass er sich zu Hause um die eigenen Kinder überhaupt nicht kümmert, aber durchaus ein sehr engagierter Mensch sein kann in der Feuerwehr, die Jugendlichen da fördert oder in anderen Vereinen oder irgendwie in der Firma da auch sorgt, dass die Azubis da irgendwie gefördert werden und. Das ist oftmals auch ein riesengroßer Widerspruch, den diese Kinder eben mitmachen müssen. Sie werden vor allem dann immer gebraucht oder genutzt von diesen Vätern, wenn der Vater quasi dieses Kind für das eigene Image braucht. Ne? So wie vielleicht bei Cleo auch der Vater Fitnessstudio-Besitzer, der sich dann immer die Cleo und die Schwester irgendwie schnappte und dann für Bilder für Social Media machte. Dafür waren sie irgendwie gut, wenn das Außenbild, wie gesagt, dargestellt werden kann. Und nicht selten ist es leider auch so, wenn man aus so einem narzisstischen Elternhaus kommt, sucht man sich nicht selten auch einen Partner oder eine Partnerin, die eben auch so sind. Und so ist es zum Beispiel auch bei Stella. Stella, die hat jetzt heute einen neuen Partner und hat jetzt ein kleines Kind und jetzt ist immer die gleiche Szene irgendwie. Ihr Partner kümmert sich genauso eigentlich so wenig um das Kind wie ihr eigener Vater. Das wollte sie nie. Und jetzt immer diese merkwürdigen Szenen, wenn die beiden mal unterwegs waren und vielleicht in so einer Strandbar saßen mit der Kleinen, genau dann schnappte sich ihr Mann immer das kleine Kind und spielte mit dem Kind und stellte sich damit irgendwie auch dar. Er liebte es einfach, wenn alle möglichen Menschen guckten und immer sagten, Mensch, das ist ja wirklich, wie der sich um das Kind kümmerte. Dabei sah es hinter den Kulissen überhaupt ganz anders aus, so wie bei ihrem Vater früher, denn auch ihr Mann kümmerte sich, so wie ihr Vater, eigentlich überhaupt gar nicht ums Kind, nur wenn es darum ging, sich zu präsentieren. Ja, der nächste Punkt ist auch super wichtig, und zwar präsentiert sich so ein stark narzisstischer Vater nicht selten innerhalb der Familie als Opfer der bösen Mutter. Also die eigene Ehefrau wird als die Böse quasi hingestellt und als Kind kann man dieses Bild noch heute im Kopf haben, auch wenn man erwachsen ist, dass man den Vater so sieht. Denn nicht selten nutzt der Vater die eigenen Kinder, um sich selber zu entlasten, um sich sozusagen auszukotzen über die Eheprobleme bei den eigenen Kindern. Als Kind, wenn man sowieso schon sehr wenig emotionale Connection zu dem Vater hat, ist man froh, endlich mal so ein bisschen zuhören zu können. So ein bisschen vertraute Situation mit ihm zu haben und quasi der Verbündete des Vaters zu sein. Dass man aber eigentlich total belastet wird dadurch, durch diese Eheprobleme, dass die da überhaupt nichts bei den eigenen Kindern zu suchen haben und dass der Vater sehr wohl auch seine Grenzen ziehen könnte und gehen könnte, das erkennt man oftmals gar nicht. Und das ist manchmal ganz fatal, da kann ich euch auch nur sagen, hier oben, hier unten nochmal ein Video genau zu diesem Thema, narzisstischer Vater und ja, dass man es vielleicht auch erst nur ganz schwer erkennen kann, weil man immer glaubt, er ist eben Opfer. Gerade verdeckt narzisstische Väter sind das oft oder stellen sich eben so dar. Das nächste ist, sie vergleichen sich ständig mit den eigenen Söhnen und stehen in Konkurrenz mit ihnen.
Normalerweise in einem gesunden Elternhaus erstmal lassen Eltern Kinder auch mal gewinnen, das ist völlig in Ordnung, man erfreut sich da ja auch dran. Und auch, wenn man merkt, dass Kinder älter werden, ein Vater merkt, der Sohn wird älter, er kriegt mehr Power irgendwie, er gewinnt öfter eben mal, ist das völlig in Ordnung. Statt narzisstische Väter, die merken dann, dass sie älter werden. Das mögen sie gar nicht. Sie mögen auch nicht verlieren, auch nicht den eigenen Kindern gegenüber wollen sie so dastehen, als wenn sie Verlierer sind. Ihr wisst ja, Verlierer und Gewinner. Ja, und so ist es so, dass sie ständig in Konkurrenz stehen und sich in Konkurrenz setzen mit den eigenen Söhnen. Die merken das irgendwann. Mitunter lassen sie sogar den eigenen Vater ständig mal gewinnen, weil sie wissen, ansonsten ist die Stimmung schlecht. Das kann um ganz banale Sachen gehen. Na, wie viele Follower hast du jetzt? Zum Beispiel, wenn der Vater jetzt plötzlich bei Social Media durchstarten möchte und einen vielleicht auch so ein bisschen auf jung macht. Dann, ich habe damals schon mehr gehabt als du in deinem Alter. Da habe ich schon, ich musste ja auch mit deiner Mutter, wir wollten ja auch schön wohnen, das Haus und so weiter, ne? Fühlt der Sohn sich vielleicht auch schlecht, weil er in Konkurrenz steht, weil er noch nicht so viel erreicht hat quasi. Ach, hast du noch immer keine Freundin? Oh Mann, ey, also in deinem Alter da, wir sind die Frauen auch wirklich ja, hinterhergelaufen, aber gut, wollen wir nicht drüber reden. Der Sohn fühlt sich unter Druck gesetzt, vielleicht auch als Jugendlicher oder wenn er in der Pubertät ist, weil er immer denkt, er ist voll der Loser irgendwie. Oder auch, wie viele Mandanten hast du jetzt? Ob das natürlich reicht. Also ich hatte damals schon, na gut, ich war auch gut vernetzt. Oder auch, du warst beim Golf. Und wie war's? Und so ist es als Sohn echt anstrengend, so einen Vater zu haben, der einen irgendwie da immer so eine komische Situation bringt, auch emotional. Dann schafft er Konkurrenz innerhalb der Kinder. Das ist sehr häufig leider der Fall. Wenn ihr aus so einem Elternhaus kommt, kann es sein, dass ihr nicht so gute Verhältnisse zu euren Geschwistern habt. Die predigen sehr oft. So ein Vater sagt ständig, ich verstehe überhaupt gar nicht, dass ihr euch nicht versteht. Ja? Dabei sind sie es oft, die wirklich Öl ins Feuer gießen, was das Verhältnis der Kinder untereinander eben irgendwie betrifft. Und so kämpft man quasi untereinander um ein kleines Fünkchen Aufmerksamkeit, Liebe und Zuneigung von so einem Vater. Und was sind so Themen? Ja, wer ist schlauer, sportlicher, attraktiver? Wer hat den besseren Partner? Dann geht es irgendwann darum, auch wer hat vielleicht mehr Geld? Wer umsorgt die Eltern mehr? Wer ist mehr da? Das sind so Einheiten, aber man muss wirklich aufpassen, weil im Endeffekt kann das ganz schnell auch wieder switchen. Ja, der eine, der andere. Und diese Gunst kann, wie gesagt, ist auch oft nur von kurzer Dauer. Aber es kann dann richtig belasten. So wie bei Roberta und bei Gesa, ne? Gesa bekam gerade einen Anruf wieder vom Vater und sie ist völlig fertig. Na Gesa, wir haben gerade mit Roberta gesprochen, du wirst es nicht glauben, sie haben dieses Haus gekauft. Total cool. Es ist super groß, Mama und ich werden jetzt öfter nach München nochmal fahren und werden da jetzt auch mehr Zeit mit deiner Schwester verbringen. Ja, und zu dir nach Berlin, ja, wollen wir demnächst auch mal kommen, aber ganz ehrlich, ja, WG-Leben ist ja ganz schön und so, aber dein Stadtteil, wir werden dann wieder nach Potsdam fahren oder da ins Hotel heben gehen. Und du kannst ja dann zu uns kommen, bei dir ist es echt, haben wir ja schon alles einmal gesehen und aber es ist nicht genial mit Roberta, oh, wir sind schon ganz aufgeregt, ne? Und wieder fühlte sich Gesa so super schlecht, ja, so fühlte sie sich immer. Ihre Schwester machte teilweise alles toll. Roberta hatte nämlich gleich Medizin studiert, tollen Studienplatz bekommen in München, hat dann Maxi kennengelernt, der aus gutem Elternhaus, wie der Vater immer betonte, kam. Der Vater war nämlich auch Arzt. Naja, und jetzt war es natürlich so, sie hatten alle Anstellung und natürlich ihre Schwester baute jetzt ein Haus in München. Die Eltern liebten die Berge und so war es wieder völlig klar, dass die wieder mehr in der Gunst stand als Gesa. Gesa, die eigentlich ihr Berlin-Leben so auch mochte, aber ihr Vater gab ihr halt immer das Gefühl, dass sie die absolute Vollniete war. Und so fühlte sie sich eben auch nach den Gesprächen. Dass aber Roberta sich auch relativ schlecht fühlte, weil sie unter enormem Druck stand von den Eltern, die ständig bei ihr auftauchten und jetzt schon nervten, weil jetzt irgendwelche Enkel ja auch kommen sollten, was sie aber eigentlich gar nicht wollte. Das sah Gesa oft nicht, denn die beiden sprachen schon seit längerer Zeit kein Wort mehr miteinander. Also das habt ihr auch sehr, sehr oft in solchen Elternhäusern. Hier oben, hier unten habe ich auch nochmal ein Video dazu, ganz interessant. Da muss man auch sagen, es kann sein, dass solche Väter, da sind wir im extremen Bereich, auch wirklich verbal immer sehr laut sind, sehr explosiv und dann auch sehr übergriffig werden können. Ja, das habe ich eben auch schon angedeutet. Sie reagieren einfach oft den Frust an den eigenen Kindern und der Familie eben ab, wenn sie selbst Rückschläge erlitten haben. Und das ist nicht selten eben auch der Fall, dass sie irgendwie sich selbst überschätzt haben oder auch mal eine Grenze gesetzt bekommen.
dann kommen sie nach Hause, sind unglaublich wütend und das kann bei Kindern auch dazu führen, dass sie unglaublich ängstlich und schreckhaft vielleicht auch irgendwie werden und tatsächlich auch noch heute als Erwachsener wirklich Angst mitunter vor diesem Vater haben. Fatal ist manchmal auch, wenn man Väter damit dann konfrontiert, narzisstische Väter, dass dann einfach kommt, entweder sie leugnen es oder eben auch so Sachen kommen wie, naja, dann mach du es doch vielleicht heute mal besser oder auch, es hat euch doch auch nicht geschadet, guck mal, wo ihr heute steht. Also viel Einsicht kommt da oftmals nicht. Auch das hier oben nochmal und hier unten dazu ein Video. Und als nächsten Punkt auch noch, er macht ständig komische Scherze und Witze vor anderen Menschen in der Öffentlichkeit. Ich habe schon oft gesagt, dieser absolut schreckliche Humor von stark narzisstischen Menschen, der hat mit Humor einfach wirklich nicht viel zu tun und natürlich auch, ja, innerhalb der Familie wird dieser Humor quasi gelebt. Ne, man kennt das schon, oft auch das Label, Papa wieder mit seinem Humor, ja, mit seinem speziellen, der aber einfach nur abwertend ist. Oder es wird sich auch über Social Media, beispielsweise über Posts irgendwie lustig gemacht. Die Kinder werden lächerlich dargestellt, auch als Jugendliche und als Erwachsener kann solche Situationen einfach auch absolut, wenn man mit ihnen irgendwo in der Öffentlichkeit ist, wirklich zum Fremdschämen werden, wenn sie sich da wieder wirklich unangenehm benehmen. So, ihr Lieben. Hier sind ganz viele Videos jetzt, die euch noch angucken könnt. Wenn es euch gefallen hat, liked es gerne. Schickt super gerne an jemanden, dem es weiterhelfen kann. Zu diesem Thema gibt es hier super viele Videos, auch Tipps. Wenn ihr eigene Tipps noch braucht, Fragen habt, auch zu diesem Thema, super gerne, meldet euch. Ich biete Videoberatung, telefonische Beratung an. Ansonsten wünsche ich euch allen eine zauberhafte Woche. Genießt die Zeit. Das Video ist jetzt vorproduziert. Ich bin gerade ganz viel am Radfahren, am Schwimmen, mache alles Mögliche an Sport. Ihr wisst ja, das liebe ich. Und ich freue mich, wenn ihr nächsten Samstag wieder vorbeischaut auf meinem Kanal Narzissmus verstehen und wir uns gemeinsam das nächste Thema anschauen. Bis dann, macht's gut. Tschüss.